Amen. Der Herr Jesus ist unser Retter, unser Erlöser, auch deiner, unserer. Und es ist was Wunderbares. Der Herr sagt, spricht in seiner Heiligen Schrift, dort wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da bin ich gegenwärtig. Und ich sehe, wir sind mehr. Du und ich zusammen, wir zusammen werden heute diesen Gottesdienst feiern. Wir feiern Jesus Christus. Und wie das Wort sagt, ja, Herr, und wir werden deine Worte, werden dich auf Erden, werden wir dich loben und preisen und ehren. Und wir werden den Menschen erzählen, wer uns das Leben schön macht in dieser düsteren Zeit. Und so möchte ich euch alle begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus, der du da bist, der du da Freude hast in deinem Herzen oder ob du Schmerzen hast, ob du Trauer trägst. Jesus Christus ist mitten unter uns und er will heute weiterhin seine Freude in dir groß machen. Denn wenn wir mächtig machen in uns, er hat die Macht. Und so ist Jesus Christus in unseren Herzen. Und der Psalmist sagt im Psalm 118, und der Herr ist meine Macht. Und alles ist dir möglich, indem der dich mächtig macht, in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und so ist dieses Wort, das wir auch heute hören, der Gedanke, was der Herr mir gegeben hat, ein Wort der Zurechtweisung, der Erbauung, des Trostes und des Weitergehens. Denn wir sind bis heute hier hingegangen und wir werden weitergehen. Amen. Halleluja. Lass uns noch ein Lied hören und vielleicht kommen noch ein wenige dabei und dann gehen wir weiter in unserem Gottesdienst. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Der Herr ist mein Hirte. Ist er auch dein Hirte? Amen. So soll es sein. Denn er weidet uns auf grünen Auen und führt uns zum Ruheplatz am Wasser. Und so wollen wir ihn loben und preisen und ihn danken und ihm Ehre geben. Denn ihm gebührt alle Ehre. Lob, Dank und Preis und Ehre. Amen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Erquickt meine Seele. Singen wir zusammen, Halleluja. Er führet mich auf rechter Straße um seinen Namens willen. Halleluja. Im finstern Tag fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Amen, Jesus Christus, Herr. Halleluja, Bauchweg, Lobrasch, Matibular, Bauchweg. Halleluja. Danke, Jesus, Herr. Danke, mein Herr, mein Gott. Halleluja. Bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein ganzes Leben. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Dein Hirte. Halleluja, Jesus. Oh Herr, schenk uns Weisheit und Erkenntnis. Halleluja, Bachleben. Du brachst du Lab, Bachleben, Jesus. Der Gefahr, du all, Bachleben. Orra, Baba, Shura, Baba, 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 Baba. Herr, segne uns alle, Herr. Herr, segne jeden, der dazuhört, allmächtiger Gott. Segne ihre Ehe, wir sind sind, Herr. Schütze, Güte, bewahre uns, unsere Kinder und Enkel, allmächtiger Gott. Herr, wir wollen dich loben und dich preisen, Halleluja. Herr, weide uns, Herr. Führe uns, Herr. Leite uns, Herr, allmächtiger Gott, Herr. Halleluja.
Halleluja. Wir wollen den Herrn loben und preisen, dort, wo du bist. Und wenn du auch so viel Schmerz momentan hast in deinem Herzen, du kannst nicht singen, dann sagt der Herr, dann bete. Und so lass uns zusammen beten und lass uns diese kleine Stunde in seinen Händen legen, vor seinen Füßen bringen. Lass uns unsere Herzen vor ihm knien. Und so wollen wir ihn loben und preisen, wir zusammen. Denn er hört seine Kinder zu. Wir sind Gemeinde. Weißt du nicht, dass du der Tempel des Heiligen Geistes bist? Und so wollen wir ihn zusammen anrufen, von Herzen, von ganzer Seele und all unserer Kraft. Amen. Herr, mächtiger Gott, wir wollen dich loben und preisen, dir danken, Herr, dass du uns auch heute wieder zusammengetan hast, allmächtiger Gott, Herr. Denn wir sind verschweißt durch den Heiligen Geist, allmächtiger Gott, Herr, in deiner Liebe, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Und wir wollen dich loben und preisen und dir die Ehre geben, allmächtiger Gott, Herr. Und wir wollen, Herr, mehr und mehr von dir erfahren, Herr. Denn je mehr wir dich kennen, umso besser wir dich kennenlernen, allmächtiger Gott, durch Lesen, durch Predigen, allmächtiger Gott, wo du zu uns redest, allmächtiger Gott, Herr, können wir wachsen, Herr, und dir wohlgefälliger sein, allmächtiger Gott. Denn wir wollen dich, Herr, loben und preisen und ehren auf dieser Erde durch unseren Glauben, Herr, mit unserem Glauben, den du uns gegeben hast, mit dir, durch dir und in dir, du mächtiger Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. So wollen wir dich loben und preisen und jeder jetzt, Herr, der dazuhört, segne du dieses Herz, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Leite uns und führe uns durch deinen Heiligen Geist, allmächtiger Gott, Herr, der uns das Wort offenbart, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Denn, Herr, du ergründest, Herr, uns allen, allmächtiger Gott. Du weißt alles von uns, Herr, du kennst uns. Wir brauchen uns nichts, Herr, zu verstecken vor dir, auch wenn die Bibel steht und sie wünschten sich, dass Berge über ihnen fallen werden und alles. Herr, sie können sich nicht verstecken vor dir, denn du bist ein allgegenwärtiger Gott, Herr. Herr, du bist ein allwissender Gott, du weißt alles, Herr. Aber was noch besser ist, Herr, du bist ein allmächtiger Gott, Herr. Herr, du kannst uns helfen, Herr, in Heiland, Herr. Denn du bist, Herr, dass unser Heil, Herr, allmächtiger Gott, ist, Herr. Du machst uns heil in unsere Seele, Herr. Du hast unsere Seele errettet, allmächtiger Gott. In deinen Händen liegt sie, denn du bist der Bischof unserer Seele, Herr. Herr, und so schenkst du auch noch heute Heilung, Herr, in Geist, Leib und Seele, du mächtiger Gott. Und so wollen wir dich anbeten, Herr, von ganzem Herzen, Herr, weil wir es wollen, Herr, freiwillig, Herr. Du hast uns einen Eigenwille gegeben, Herr, und so wollen wir dich loben und preisen, nur vor dir niederknien, mein Vater im Himmel. In Jesu Christi Namen bitte ich dich, Herr, erfülle unser Herzen, Herr. Herr, erfrische unseren Geist, Herr, erquicke unsere Seele, allmächtiger, gütiger Gott, Herr, und führe und leite uns, allmächtiger Gott, Herr, und lehre uns, Herr, Herr, deinem Weg zu gehen, allmächtiger Gott, Herr. Wir wollen dich loben und preisen, dir danken. Amen. Halleluja. In Jesu Christi Namen. Amen. Lass uns noch ein Lied singen. Halleluja. Halleluja, Jesus Christus, Herr. Dich zu loben und dich zu preisen, Herr. Dir zu singen, du mächtiger Gott, Herr. Ist was Wunderbares, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Wir rufen dich, komm du in unsere Mitte. Wir rufen dich, komm du in unsere Mitte. Wir rufen dich, komm du in unsere Mitte. Heiliger Geist. Wir rufen dich, komm du in unsere Mitte. Wir rufen dich, komm du in unsere Mitte. Wir rufen dich, komm du in unsere Mitte. Heiliger Geist, Heiliger Geist, salbe uns. Heiliger Geist, salbe uns. Heiliger Geist, du bist da und gibst uns Kraft. Heiliger Geist, salbe uns. Heiliger Geist, salbe uns. Heiliger Geist, du bist da und gibst uns Kraft. Amen. Mekara du dan an Marimita, Mekara du dan an Marimita, Mekara du dan an
Leistung. Meckere du dann an Marie Mita, meckere du dann an Marie Mita, meckere du dann an Marie Mita, Heiliger Geist. Geist du, salbe men, Heiliger Geist du, salbe men, Heiliger Geist du Halkai und der Menso, Heiliger Geist du, salbe Geist du, salbe men, Heiliger Geist du Halkai und der Menso. Halleluja, Halleluja. Er ist der wunderbare Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er ist auch dein Gott und er ist auch mein Gott. Und wo wir sind, da ist auch unser Gott. Und überall da, wo wir von Gott erhört werden und wo wir von Gottes Wort hören, ist heilige Erde. Überall, wo Gottes Wort verkündigt wird, ist heilige Erde. Denn der Herr hat es berufen, dass du Gottes Wort hören sollst. Du sollst seine Stimme hören. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen nicht einer anderen Stimme, sondern folgen mir nach. Und so ist es, wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, dann hören wir auf ihn und wir folgen ihm. Auch ein Schaf, wenn er gerufen wird von seinem Hirte, er folgt in Dunkelheit und überall folgt er hin und er weiß, er verirrt sich nie. Denn sein Wort ist unsere Fußesleuchte und ein Licht auf unserem Wege. Und wir können ihm vertrauen, auch wenn wir unsere Augen zumachen, lassen es durch den Geist, lassen wir uns führen, dann werden wir nicht fallen. Und wir werden ihm entgegengehen eines Tages, wenn er wiederkommt in den Wolken. Denn es ist eine wunderbare Zeit, die wir gerade durchleben, die Osterzeit. Es war die Kreuzigung. Er ist für unsere Schuld, für unsere Sünden ist er am Kreuz gegangen. Und so sagt auch der heutige Spruch. Und er hat es für nichts erachtet, dass er leiden musste für uns. Und er bot seinen Rücken da, den Schlagenden. Und er hielt auch seine Wangen hin. Und er schmäht auch nicht das Gesicht, dass er bespuckt wird. So hat er für uns gelitten. Er hat in Demut ausgeharrt. Er war demütig. Er hat alles über sich ergehen lassen, damit wir Sündenbekenntnis tun, dass wir Buße durchgeleitet werden durch seinem Wort, damit wir unsere Sünden erlassen bekommen. Er hat uns aus dem Markt, aus dem Feindesmarkt, wo wir wie eine Ware angeboten wurden und von allem waren wir festgesetzt und gefangen. Dadurch hat er mit seinem heiligen, kostbaren Blut am Kreuz von Golgatha, durch seine Liebe hat er uns freigekauft. Und noch das Schönste ist es, dass er am dritten Tage auferstanden ist und durch ihn haben wir Leben. Denn es wäre nichts gewesen, wenn er nicht auferstanden wäre. Das ist das der Vollkommene, denn es ist vollbracht, hat er gesagt am Kreuz vor Golgatha. Und er ist auferstanden am dritten Tage. Und wenn du das glaubst, denn es steht geschrieben in Matthäus 16, Vers 16, und wer da glaubt und sich taufen lässt in den Namen des Herrn Jesus Christus, soll errettet werden. Und er sagt, Jesus Christus, ihr sollt euer Leben auf Erden verlieren und verliert es meinetwillen, dann werdet ihr es gewinnen. Versucht ihr aber euer Leben festzuhalten, werdet ihr es verlieren. Und so sollen wir ihm nachfolgen. Und so sagten die Jünger, Herr, wie kennen wir den Weg, wie wir dir folgen wollen? Denn es steht geschrieben, Johannes 14, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch denn gesagt, ich gehe voraus, eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich eine bereitet habe, so komme ich euch holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Denn wo ich hingehe, da sollt auch ihr sein. Aber da spricht Thomas, Herr, Herr, wir kennen den Weg nicht. Und da sagt Jesus, und wir kennen es alle, im Johannes 14, Vers 6, Jesus sprach, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Denn Jesus ist die Tür. Und durch diese Türe müssen wir gehen. Wir sollen sehen, dass wir durch diese enge Türe gehen. Denn die weite Breite führt uns in die Welt. Aber wir, die wir Jesus Christus angenommen haben, haben das weltliche Leben hinter uns gelassen. Wahrlich, wir leben hier auf dieser Erde. Aber wir leben nicht für die Welt. Wir leben für Jesus Christus. Denn so sagt Paulus, mein Leben ist was Wunderschönes mit Jesus, für Jesus zu leben. Aber sterben ist mir ein Gewinn. Und so weiß er nicht, was er nehmen soll. Aber solange wir auf Erden sind, sollen wir uns des Lebens freuen. Wir sollen uns freuen. Jeden Tag freut euch, sagt Jesus Christus. Freut euch, sagte er durch Paulus. Denn die Freude im Herrn ist unsere Stärke, sagt er durch Nehemia. Ihr seht, das Alte Testament ist wie das Neue Testament. Es gehört zusammen. Gottes Wort gehört zusammen. Gottes Wort spricht im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und so sollen wir den Weg gehen. Und Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wer die Wahrheit bleibt, ist im Leben. Denn Jesus Christus ist das Leben. Amen. Er sagt es für sich und er sagt es für uns. Wir sollen den Weg gehen, den Jesus auch bestreitet hat auf Erden. Und er sprach zu mir, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Wir müssen Jesus Christus nachfolgen, ihm allen gehorsam sein. So hat auch damals Andreas und Petrus, ihr Vater, sie waren dort im Boot mit ihrem Vater. Sie flickten die Netze, weil sie kaputt gingen vom Fischfang. Und schaut her, Jesus spricht nach, folgt mir nach. Und was taten sie? Sie verließen ihren Vater. Sie verließen ihren Vater. Sie gingen aus dem Boot hinaus und folgten Jesus. Und sie folgten Jesus. Und so ist es. Gott sagt nicht, du sollst gegen deinen Vater sein. Nein, er sagt, ehre Vater und Mutter. Wir sollen sie ehren. Aber wir sollen Jesus Christus in allem vorsetzen, in allem vortun. Denn er sagt, wer seinen Vater, seine Kinder, seine Mutter, alle mehr liebt wie mich, ist meiner nicht würdig. Aber er meinte es nicht, dass du sie nicht lieben solltest. Er meinte nur, du sollst erst Jesus lieben. Und durch diese Liebe lieben wir unseren Vater offensiver, ehrlicher, wahrheitlicher. Durch Jesus Christus Liebe. Wir haben auch immer unsere Kinder geliebt. Aber durch Jesus Christus Liebe können wir jetzt lebendiger lieben. Wir haben die lebendige Liebe. Wir wissen jetzt, was Liebe ist durch Jesus Christus. Und wenn du nicht die Liebe sehen kannst, dann schau am Kreuz von Golgatha. Und dort ist Jesus Christus für dich gestorben. Das war der größte Liebesbeweis, der da ist. Und heute können wir die Heilige Schrift lesen. Es ist der größte Beweis, der größte Liebesbrief der Welt. Von Anfang bis zum Ende dieser Bibel ist es ein Liebesbrief an uns, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und du sollst leben, denn Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Er hat kein Gefallen an den gottlosen Verfall, denn er will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und dass sie leben werden in Ewigkeit, in einem schönen Leben voller Friede, Ruhe, Liebe und Einigkeit, was wunderbar ist, was uns die Welt nicht geben kann. Aber er möchte uns in dieser Welt schon diese Frieden, diese Ruhe geben. Er möchte unser Herz mit Gold ausfüllen, mit dem Gold aus dem Himmel, mit Ruhe, mit Frieden, Liebe und Freude und Hoffnung. Und es ist was Wunderbares, liebe Geschwister, dass wir dies zusammen feiern dürfen und dass wir es immer wieder hören dürfen. Denn es ist immer wieder das alte und das neue Wort. Es ist immer dasselbe Wort, immer die alte Botschaft, wie sie sagen. Und wir haben es heute schon öfters in Botschaften gehört. Es ist Gottes Wort, es verändert sich nicht. Aber wenn Gottes Wort in unser Herzen fällt, dann verändert sich unser Leben. Und ihr müsst immer so sehen, dort, wo Gott angenommen ist von Herzen, gibt es Änderungen. Es kann gar nicht sein, wenn du Jesus Christus im Herzen angenommen hast, dass sich dein Leben nicht verändert. Das gibt es nicht. Denn es verändert uns alle zum Guten hin. Denn wir können Gutes tun, weil das Gute in uns lebt, in unserem Herzen. Und das ist Jesus Christus. Denn er sagt selber in der Heiligen Schrift, in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Ihr seid Wohnung des Geistes. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht verderben. Aber so sollen wir Gottes Wort hören und danach leben. Und dann werden wir dieses tun, was Gott sagte. Denn der wahre Glaube besteht durch Glaube und Werke. Denn es geht nicht ohne das andere mit ohne. Denn ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Und nur Werke ohne Glaube ist auch ein toter Glaube. Aber Glauben an Gott und Gutes tun und barmherzig sein auch anderen Menschen, was Gutes tun, den Nächsten helfen, das sind Werke. Aber das größte Werk, was darüber ist, ist, dass du in der Wahrheit bleibst. In der Wahrheit
Christi, da, er ist die Wahrheit. Nur er macht uns frei. Einmal sagte Pilatus auch, was ist die Wahrheit? Der hat die Wahrheit vor sich gehabt, aber er hat es nicht erkannt. Er hat Jesus Christus nicht erkannt. Er war zwar da doch zu dieser Zeit, würde ich sagen, vielleicht schon ein bisschen fromm, weil er hatte Ehrfurcht vor Jesus. Er wollte ihm nichts tun, er hat nichts an ihm gesehen, auch anderen. Aber so war auch Cornelius, denn die Bibel schreibt uns, er war ehrfürchtig vor Gott, gottesfürchtig und fromm. Also nur die Frömmigkeit, es kann wie ein Gewerbe sein. Nein, wir müssen auch gottesfürchtig sein. Und das größte Werk ist, das wir tun können, ist auf Gottes Wort gehorsam sein. Amen. Und so ist es auch in unserem Leben, wenn wir jeden Tag hier die Welt durchstreiten. Es kommen immer viele Dinge auf uns zu und viele wollen uns alles schlecht machen und viele wollen uns auf andere Pfade legen und wollen uns fremde Lehren geben, wollen uns vergiften. Aber Gott sagt selbst, ihr werdet Gift trinken, aber es wird euch nichts ausmachen. So ist es, wenn fremde Lehren kommen und wo sie sagen, wir brauchen es nur zu bekehren und da brauchen wir es nicht mehr taufen zu lassen. Nein, in der Heiligen Schrift steht, wer da Glauben sich taufen lässt, soll gerettet werden. Und das ist Gottes Lehre. Aber viele sagen, ihr braucht euch nicht taufen zu lassen und dies nicht. Es ist wie Gift, was in uns reingehen soll. Aber es tut uns nicht, weil wir die wahre Lehre kennen. Wir, Gottes Kinder, erkennen durch den Heiligen Geist, den wir haben, der uns lehrt, der uns führt, werden wir es erkennen. Und so wird es uns nicht ausmachen. Und so ist es was Wunderbares. Und so müssen wir uns manchmal die Frage stellen, wenn der Herr wiederkommt, was würden wir ihm sagen? Und so möchte ich dieses Lied mit euch singen. Ganner den Grau, wenn du Jesus will, parle. Halleluja. Der singen kann, singt mit. Und der es nicht kann, der betet, wie er möchte. Ganner den Grau, da o Jesus vel pale, gana den grau, open au me glan leste, de vel du gine, ti me kama. Halleluja, Halleluja.
Wir wollen loben und preisen den Herrn. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wahrlich, liebe Geschwister, der Herr ist mit uns. Er liebt uns. Aber doch, sagt er uns auch, wer mich liebt und mir nachfolgt, muss die Welt verlassen. Denn wer die Welt lieb hat, kann mich nicht lieb halten. Und wenn ich die Welt liebe und mit all ihren Vorzügen und bin da drinnen so gefangen und möchte immer mehr und lasse Gott auf die linke Seite, auf rechte Seite liegen, dann sagt Gott, wer die Welt lieb gewonnen hat, ist ein Feind Gottes. Denn wer die Welt lieb hat, kann Gott nicht lieben. Er weiß es, weil er sagt selber, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir werden den einen lieben und den anderen werden wir verdrängen. Und so ist es. Und so ist es auch diese Welt, die uns immer anziehen will. Wir können auf dieser Welt unser Auskommen haben. Der Herr ist mit uns. Er gibt uns das, was vom Himmel ist. Und er lässt uns auch nicht zu Schanden werden vor den Heiden. Und er gibt uns auch auf Erden. Er sagt, lasst euch an meiner Gnade genügen. Seht, selbst die Vögel, sie kümmern sich um nichts und haben doch jeden Tag Speise. Und wenn wir Speise haben und Kleidung, soll uns das genügen. Denn wenn wir nach mehr, immer mehr streben und wollen mehr haben, dann verfangen wir uns. Und dann sagt Gott selber, dann seid ihr so und ihr stellt euch den Heiden gleich. Und so sollen wir an alles Genüge haben. Wenn einer fleißig ist und erlangt sich etwas, dann ist es was Wunderbares. Auch da ist die Gnade. Es ist was Wunderbares, mit Jesus zu gehen. Aber das Wichtigste ist, liebe Geschwister, und wir wissen es, auch die, die da jetzt zuhören und neu da sind, und so möchte ich auch zu den Gedanken kommen, einen kleinen Moment, gebt mir da Zeit, und ich bitte euch, euer Herz weiter zu öffnen, und dass ihr wissen müsst, ich möchte niemanden verklagen. Ich möchte niemanden verklagen und möchte niemanden anprangern. Ich möchte niemanden verurteilen, weil es steht mir nicht zu, weil wir sind alle Knechte Gottes. Und nur er urteilt über uns. Und er fällt immer ein mildes Urteil, ein gutes Urteil für die, die auch seinen Weg wandeln. Denn er sagt selber, in der Offenbarung sagt er auch, und er wird alle wieder auferstehen lassen. Es werden die einen aufstehen zum ewigen Leben und die anderen vor Gericht. Aber Gott bringt sie nicht vor Gericht, sondern die Menschen auf Erden bringen sich selber vor Gericht, weil sie nicht hören wollen. Sie wissen oftmals die Wahrheit, aber doch sind sie so gefangen von dieser Welt und der Glaube wird so erstickt unter diesem Dornengebüsch, dass sie nicht Gottes Weg weitergehen, sondern der weltlichen Dinge verfallen. Und so denken sie, wenn sie ein halbes Leben mit Gott führen, ein halbes Leben dann in der Welt führen, da können sie Gott genügend sein. Aber Gott ist ein eifender Gott. Er möchte dein ganzes Herz. Und er sagt selber im Jesaja 49, Vers 20, mach mir Platz in deinem Herzen. Es ist mir zu eng. Ich will Platz einnehmen in deinem Herzen, in deinem ganzen Herzen. Gott will uns nicht teilen mit anderen, auch nicht mit Götzen dieser Welt. Denn es sind viele Götzen, die da sind, die wir annehmen, ohne dass wir es wissen, dass es Götzen sind. Und dann wissen wir manchmal gar nicht, was Götzen sind. Es sind alles Dinge, die du vor Gott stellst, die deinen Segen in Gefahr bringen, dass du den Segen von Gott empfangen tust und dass du dich irgendwann von Gott weiter abwenden tust. Denn es sagt einmal ein Diener, sagte ein Bruder, ein halber Christ ist ein ganzer verlorener Christ. Und wir wollen nicht verloren gehen, denn Gott schenkt uns doch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist doch er. Und er schenkt sie uns doch durch seinen Heiligen Geist, der uns führt. Und dort, wo der Heilige Geist uns führt und leitet, da werden auch Gebete erhört. Denn ihr müsst am Ende der Zeit, er sucht sich die wahren Anbeter aus, die im Geist und in der Wahrheit beten. Und so ist es, dass wir auch wissen immer, Sünde trennt von Gott. Er sagt uns zum Beispiel, Jesaja 59, Vers 2, sagt er uns, deine Übertretungen sind schuld daran, dass du vor Gott betest, aber er deine Gebete nicht erhört, weil Sünde trennt von Gott. Aber wenn dort ein Sünder ist und er bittet, Herr, sei mir Sünder gnädig, das ist dieses Wort, was er auch sagt im Psalm 50, Vers 15, rufe zu mir an in der Not und ich werde dich erhören und ich werde dir helfen und ich werde dich erretten dort hinaus. Und so wirst du mich dann loben und preisen über die guten Taten, die ich mit dir getan habe. Und so ist es aber, jetzt spricht er zu seinen Kindern. Denn auch seine Kinder sind manchmal dann zu nachlässig geworden in Gehorsamkeit, in nachlässig geworden, die Bibel zu lesen, nachlässig in Gebeten, nicht mehr richtig die Motivation zu beten und zu lesen. Und obwohl doch, wenn wir beten, hört Gott uns zu. Und wenn wir die Bibel lesen, redet Gott mit uns. Und das ist was Großes, was Wunderbares. Wir haben die zwei größten Waffen. Wir haben Gottes Wort und wir haben Gebet.
Und dieses Gebet ist, was zum Heiland kommt. Und so sollen wir gucken, dass wir uns auch nicht beschmutzen mit dieser Welt. Denn wer sagt, er sündigt nicht mehr, der ist ein Fehler. Wir können doch uns verfehlen in diese Sünden. Und da sollen wir nicht sagen, ach, auch für diese Sünden ist Gott für unser Kreuz gegangen. Er ist für unser Kreuz gegangen, für unsere Schuld, die wir getan haben. Und dann haben wir ein neues Leben bekommen. Und alle, die neu geboren sind, nicht durch den Mann oder Frau, tut mir leid, wenn ich so offen reden muss, sondern durch den Geist Gottes. Auch Nikodemus, ein Lehrer, hat es nicht verstanden. Deshalb muss man auch Klartext reden, unmissverständlich reden. Aber doch dürfen wir auch nicht sehen, wo wir herkommen und sollen auch alles in Ehre geschehen lassen. Aber sind wir nicht ein Knecht Gottes und wir müssen die Wahrheit verkünden, zur Zeit oder zur Unzeit, ob sie es hören wollen oder nicht, auch wenn sie sich abwenden und Gemeinden aufsuchen, wo nach ihren Ohren, wo es gejuckt wird, wo sie es gern hören, weil reden alle nur, Jesus ist wunderbar, Jesus ist der Wunderbarste, Jesus ist der Anfang, das Ende, Jesus Alpha, Jesus Omega, Jesus das Leben, die Auferstehung, alles ist Jesus Christus. Aber wir müssen auch Ehrfurcht haben und wissen, wenn wir nicht festhalten an dieser Errettung, uns festhalten an dieser Gnade, durch Gottes mächtigen Arm, der uns auch damit festhält, dann müssen wir aufpassen, dass wir dieses nicht verlieren. Denn wenn wir meinen, wir können jetzt tun und machen, was wir wollen, nein, es ist nicht so. Wir wollen doch nicht mutwillig jetzt sündigen. Wir wollen doch nicht mutwillig gegen Gottes Wort sein. Denn das größte Werk, das wir im Glauben tun werden, ist Gottes Gehorsam sein. Denn er sagt selber, ich will keine Schlachtopfer. Ihr könnt mir nichts geben, nichts spenden. Denn alles ist mir, ob das Gold in der Erde oder sonst irgendetwas. Es gehört doch alles mir. Ich hab's doch geschaffen. Was wollt ihr mir denn schenken? Ich will nur euer Gehorsamkeit. Das ist mir lieber als Schlachtopfer und auch alles andere. Und so wollen wir unsere Ungehorsamkeit heute auf den Altar legen und sagen, Herr, in allen Dingen, die ich gegen dich und meinen Leuten und all gegen meinen Menschen gesündigt habe oder mich verfehlt habe, bitte verzeihe mir dieses. Herr, sei mir Sünder gnädig. So soll unser Gebet sein. Aber du brauchst es nicht zu beten, wenn du keine Sünden tust, sondern Herr, leite und führe uns jeden Tag durch deine Wahrheit. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Und so müssen wir uns jetzt eins kommen. Und das ist ein Punkt in meiner Predigt, wo der Herr mir auf dem Herzen gegeben hat. Glaube der Wahrheit, denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit, die Liebe, nicht angeführt wird von die Wahrheit, dann haben wir ein Problem. Liebe Geschwister, die Liebe ist Gott, die Liebe ist Jesus Christus. Aber wir müssen uns auch selber drinnen prüfen, haben wir auch diese Liebe? Haben wir diese Liebe in unseren Herzen? Nicht nur, dass wir sie vom Kopf haben. Denn wisst ihr, es gibt da Dinge, die wir im Kopf haben und sagen, wir lieben Jesus Christus, jeden Tag wandle ich mit ihm. Aber doch morgens früh machen wir unsere falschen Sachen, wir betrügen dann Leute, wir wollen dort lügen, wir betrügen da, wir gehen in die Wirtschaft, wir saufen uns und machen und tun. Und dann sagen wir, ja, wir haben die Liebe. Uns ist ja alles verziehen. Liebe Geschwister, auch wir können uns verirren in diese Dinge. Auch der Feind läuft rum wie ein brüllender Löwe, versucht, wir ihn verschlingen. Er tut uns falsche Gedanken in den Ohren rein. Er tut uns falsche Gedanken, tut er uns im Kopf reden, im Gehirn rein. Und da wird aus diesem kleinen Wort, was er nur sät, dieses falsche Wort, ein Drache. Wir wissen, es gibt keine Drachen. Aber er wird so riesig wie ein Drache in deinem Kopf. Und dann kriegst du Depressionen und Abhängigkeiten und sonst was alles. Aber wir sollen es nur abhängig machen von unserem lebendigen Gott. Amen. Und so will er uns frei machen von allen Süchten, wo wir gebunden dran sind. Und da er hat nichts gegen die in einer Sucht verfallen sind. Aber er hat was dagegen, wenn ihr drinnen bleibt. Weil er ist die Macht, er ist die Kraft. Und er will in euren Herzen wohnen. Die Macht soll mitten unter euch wohnen. In euch wohnen die Gewalt. Und sie wird das vollbringen, wozu sein Wort ausgesandt ist, dass ihr frei werdet. Denn wer der Geist des Herrn hat, ist Freiheit. Und wenn wir ehrlich sind, dort, wo der Geist der Wahrheit ist, der Freiheit ist, aber wir sind an so viele Dinge gebunden, süchtig danach, da müssen wir uns fragen, sind wir Gottes Wort gefällig? Sind wir Gottes Wort gehorsam? Da müssen wir ehrlich sein. Und wenn wir Liebe für Gott haben, dann sollen wir noch mehr Liebe bekommen, dass die Liebe in unserem Herzen ist. Denn wir müssen so sehen, die Wahrheit ist und bleibt Jesus Christus. Und er sagt selber, ihr bekennt mich mit eurem Mund, aber mit eurem Herzen seid ihr in die Welt. Ihr bekennt mich mit eurem Munde, aber eure Herzen tun die Werke des Feindes. Und so müssen wir schauen, was tun wir. Die Früchte, die wir tun, daran erkennen wir, ob wir was Richtiges tun oder nicht. Und so, wenn wir das Ende sehen, da werden wir sehen, dass wir von Gott geführt werden. Und so soll unsere Liebe wahrhaftig sein. Wir sollen wahrhaftig in Liebe sein. Und wenn die Wahrheit
die falsche Liebe ist, dann können wir nicht sagen die Wahrheit. Dann sagen wir, wir sind gerettet, wir können jeden Tag stehlen gehen, wir können jeden Tag betrügen gehen, wir können saufen, uns abhängig machen von allen Drogen, wir werden ja sowieso gerettet. Und das ist eine Lüge. Dann glauben wir nicht Jesus Christus, sondern wer die Liebe glaubt, liebt Jesus nicht. Wer Jesus liebt, der glaubt die Wahrheit und lässt sich auch ermahnen durch Gottes Wort. Er sagte nicht, ach, dieser Diener wieder, redet der auch so? Ach, guck mal, der hat eine Brille an, der kann nicht richtig sehen. Dann sucht ihr nur Fehler an mir oder an Menschen, aber ihr vergesst dann, dass Jesus Christus euch formen will. Jesus Christus wird uns formen. Wie oft haben wir gebetet, Herr, form und schleife mich nach deinem Wohlgefallen. Und wenn er dann anfängt, uns zu formen und zu schleifen, sagen wir, nein, 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 das kann nicht so dein Wille sein. Es sind viele Bibelstellen, tausende von Bibelstellen, die sagen, Jesus Christus liebt dich, er liebt dich, wahrlich. Er sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Denn ich lehrt von mir, denn ich bin demütig von Herzen. Und so müssen wir auch demütig sein. Wir dürfen keine falsche Demut haben. Wir dürfen nicht sagen, uns selber schlecht machen, tief runter machen und nichts wert sind. Doch, wir sind viel wert, sonst wäre Jesus Christus nicht von unserem Kreuz gegangen. Und immer wenn du sagst, ich bin nichts wert, dann schau am Kreuz von Golgatha. Wir wissen, es ist leer, denn Jesus Christus ist auferstanden. Aber dafür ist Jesus Christus am Kreuz gegangen, dass wir uns frei bewegen dürfen. Und er will uns frei machen. Er will uns alles wegnehmen, wovon wir gebunden sind. Aber wir können uns auch selber in vielen Dingen durch diese Gewalt frei machen. Und so sollen wir ihm folgen, denn er ist der Weg. Und so sind viele Götzen. Was sind Götzen? Es sind alles die Dinge, die du vor Gott stellst oder mehr für dich arbeitest, und dahin bewegst, um das zu erlangen und Gott auf die Strecke lässt und dann verdurstest geistlich und du stirbst geistlich ab. So ist es. Viele jagen jeden Tag nach Autos hinterher, die sie haben wollen. Ach, dieses Auto muss ich haben. Ich habe schon ein Auto, aber ich will ein besseres Auto. Und dann nach Geld, nach Gold, nach vieles. Und ich möchte euch direkt von vornherein sagen, gegen Gold, Geld und Auto ist Gott nicht. Nein. Du sollst es ja haben, aber du sollst Gott an erster Stelle stellen. In allem sollst du Gott an erster Stelle stellen. Du sollst für Gott arbeiten. Du sollst dafür dich aus tiefstem Herzen sollst du dich erbauen. Und wenn du in Gottes Namen bist, unterwegs bist, wirst du gesegnet. Deine Arbeit wird gesegnet. Du wirst alles wirst du auch erlangen haben, denn Gott wird hören auf dich. So sind auch die Felder, die du bestellst, sagt er in der Heiligen Schrift. Sie werden übersprühen, sie werden blühen, sie werden wachsen enorm. Deine Speicher werden voll, wenn du dich auf deinen Gott verlässt. Aber so sind viele Dinge, die wir als Götzen haben, dass wenn wir folgen wollen dem Herrn, dann müssen wir ihm folgen. So hat er auch Petrus, Andreas gerufen, kommt, und sie ließen ihren Vater da. Sie ließen ihren Vater da. Es ist Selbstaufgabe. Sein Leben aufgeben. Wir müssen leben. Unser Leben auf Erde müssen wir sterben. Mit unser Leben, mit unserer Charaktersache. Es soll sterben. Unsere größte Charaktereigenschaft soll werden, Jesus Christus zu lieben. Auch wenn er uns ermahnt. Jesus Christus ist die Liebe. Jawohl. Auch wenn er zornig in der Bibel reden tut gegen seine Kinder, dann meint er es doch in Liebe. So sagt er auch zu Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Da sagt Petrus, ja, ich liebe dich mehr. Und wie konnte er das sagen? Es war schon praktisch wie eine Probe. Wie konnte Petrus jetzt wissen oder erahnen, dass er ihn mehr lieben tut als Johannes, Bartholomäus und wie die anderen Jünger auch alle hießen, die 12 Jünger, wie auch Matthäus und alle. Wie konnte er sagen, ja, ich liebe dich mehr wie Matthäus, ich liebe dich mehr als Andreas, ich liebe dich mehr als Philippus, konnte er gar nicht sagen. Er brauchte nur sagen, Herr, ich liebe dich. Und Gott wusste auch, dass er ihn lieben tut. Aber doch, ihr schaut, er war nicht so dieses Heiligen Geist voll Geistes erfüllt, weil er musste noch warten. Und wir wissen, dass doch Jesus Christus ihn berufen hat, seine Gemeinde zu führen. Denn auf dich, auf deinen Glauben werde ich die Gemeinde erbauen und du wirst sie hüten, denn ich mache dich zum Menschenfischer. Und später auch, als der Heilige Geist am Pfingsten, die jetzt auch die Zeit kommt, die Pfingstzeit, dass der Heilige Geist über ihnen kam, und so wurden sie von der Kraft, die Verheißung vom Vater, hat Jesus über ihn kommen lassen. Und so predigte Petrus 3 Minuten und es kamen 3000 Seelen zum Herrn. So hat es auch Paulus gemacht. Er predigte im Heiligen Geist und 2000 Seelen kamen zum Herrn. Denn Gott fügte zur Gemeinde hinzu. Und so müssen wir immer wissen, wir wollen keine Gemeinde füllen, wir wollen den Himmel füllen. Ich bin hier nach Neustadt gekommen, meine lieben Geschwister. Ich möchte euch sagen, nicht um Freunde zu finden.
Ich bin hier nach Neustadt gekommen, um in der Wahrheit zu stehen. Denn die Wahrheit macht frei, um den Menschen wie ein Eckstein in Jesus Christus Namen zu sein, damit sie auch sehen, dass auch ein anderer Lebenswandel ist. Ich will mich nicht selber erhöhen, ich will mich nicht selber preisen. Nein, ich preise den Herrn, der in mir lebt. Und sie sollen erkennen, dass es auch ein einfaches Leben geht mit Gott. Und er hat mich hingestellt, um dass ich Seelen aus der Hölle retten kann, aus dem Feuer holen kann. Deshalb hat er mich hier hingestellt. Und so müssen wir alle Brüder, die Diener Gottes, alle zusammenstehen. Wir sind nicht besser als alle anderen. Nein, wir sind gleich. Wir sind alles Brüder im Herrn. Wir führen einen Krieg gegen die unsichtbaren Mächte, gegen Dämonen, die Luft beherrschen und die Menschen einnehmen wollen. Und darin kämpfen wir. Wenn ein Bruder oder eine Schwester oder ein Mensch gegen dich kommt und er verhält sich nicht, wie es sich gehört, dann ist es nicht, weil er so böse ist, sondern er wird geführt vom Bösen. Und da müssen wir widerstehen. Wir sollen das Böse mit Gutem vergelten. Wir müssen es mit Liebe überstehen. Auch wenn es nicht immer so einfach ist, wir müssen darin lernen. Aber doch immer mehr gelingt es uns. Denn der Herr ist der Anfänger und auch der Vollender. In ihm ist das Gelingen. Amen. Und so ist es. Müssen wir es verlassen. Und so, jetzt sage ich euch, was es auch Kosten tut. Es wird ein Mann in der Bibel geschrieben. Es ist im Richter 6. Und es ist Gideon. Und der Eifer vor Gott, weil er wurde von Gott erwählt. Er sagte, wer bin ich? Ich bin nur ein kleiner Gläubiger. Und die Midianiter, die haben dagegen gestritten. Und sie waren unterjocht. Und er sagte, Herr, wie lange sollen wir noch widerstehen? Gegen so viel Schlechtem, wegen so viel Gebundenheiten. Und so sind auch wir in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt gebunden. Und wir müssen hören, was auch das Gesetz uns sagt. Die Obersten, weil der Herr sagt, zolle ihnen Respekt. Weil das Gesetz ist von Gott. Und so müssen wir zollen. Wir sollen beten für die Obrigkeit über uns. Damit auch sie uns wohlgefallen sind, damit auch wir von ihnen verschont bleiben. Und deshalb ist dieses nötig, dass diese Gesetze geben auf Erden. Aber wir sind nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Jesus. Und deshalb erfüllen wir es. Denn wir sind nicht unter dem Gesetz, weil die Wahrheit und Gnade kam durch Jesus Christus. Und sollen wir daran festhalten. Aber er sagte, wie lange sollen wir noch ausharren? Ja, wir müssen ausharren auf dieser Erde. Wir müssen ausharren, denn es sind viele Erprobungen noch, die kommen. Und wir sollen festhalten. Und das werden wir aber drin bewährt werden in unserem Glauben. Und da wachsen wir. Und der größte Glaube, wo kommen kann, ist, wenn du nicht abstreiten tust, dass du dich manchmal vertust. Denn der Kritik nicht vertragen kann, der kann nicht wachsen im Glauben. Und so müssen wir, auch wenn wir uns in manche Dinge verfehlen, es annehmen von einem, der es besser weiß in Jesus Christus Namen. Und dann lernen wir. Und dann nehmen wir auf. Wir haben einen lehrbaren Geist, ein lehrbares Herz. Und es ist was Wunderbares. Und wir lernen ein Leben lang, bis der Herr wiederkommt in die Wolken und holt uns ab. So lange müssen wir ausharren. Und deshalb werden wir auch jeden Tag Gottes Wort hören. Wir werden jeden Tag den Herrn beten. Wir werden fasten. Wir werden den Herrn anrufen. Und jetzt schaut, was Gott von ihm verlangte, von einem Menschen, der seinen Vater liebt, über alles. Auch wir lieben unseren leiblichen Vater über alles. Aber schaut hier, dann sagt Gott, Gideon, ich sage dir, gehe hin in deines Vaters Kammer und schlage seine Götzen kaputt. Schlag die toten Götter kaputt, die nicht taugen, die nicht reden können, nicht helfen können und die überhaupt nicht sehen können, die blind sind. Und was tat Gideon? Er folgte dem. Er hatte zwar Angst, weil er sagte, wenn ich erwischt werde, was passiert mir wohl? Aber die Angst war nicht so groß, dass er nicht auf Gott hörte. Er hörte auf Gott. Und des Nachts ging er hin und er schlug alle Götzen seines Vaters kaputt. Und ihr könnt sehen jetzt, was ist jetzt, wenn der Vater das sieht? Mein Sohn, ich liebe dich, du hast alles von mir bekommen, mein treuer Sohn. Und jetzt kommst du hin und zerschlägst meinen Gott, den ich da habe. Und er sagte, Gott, geh hin und schlag den Baal. Und deshalb kamen auch viele Leute, weil er das gemacht hat, hat seinen Vaters Götzen zerschlagen, kamen viele Leute zu ihm und sagten, wie konntest du nur sowas machen? Sie wollten ihn steinigen, sie wollten ihn umbringen. Aber da war einer unter ihnen und sagte, wenn er gegen den Gott gekämpft hat, dann soll Gott mit ihm streiten. Dann soll Gott mit ihm kämpfen. Denn Gott wird schon für seine Gerechtigkeit sorgen. Und deshalb hieß dann Gideon Jerubbaal, der, der gegen Gott kämpft. Und der, der gegen den Gott streitet. Und so wollen wir nicht gegen den Gott streiten. Nein, wir wollen den Herrn Jesus Christus, den Heiligen Geist, den wir bekommen haben, uns davon führen lassen. Und so ist auch diese Götzen müssen wir ablegen, die uns manchmal in unseren Segen nur zu Schanden machen. Und so ist es. Es sind viele Dinge, die wir lassen.
Denn wir sollen stolz sein auf Gott. Uns soll nicht unser Leben sein, dass wir nachjagen nach Kleidung, Autos, Gold und Geld, sondern wir wollen nachjagen, was Ruhe, Frieden in unsere Familien bringt. Denn auch wenn Gott die Familien durch sein Wort, denn er ist gekommen, nicht um Frieden zu bringen auf dieser Welt, sondern das Schwert, und er hat Gottes Wort, hat er verkündet, sein Vater sein Wort hat Jesus verkündet, und so war der Schwiegermutter gegen Schwiegertochter, der Schwiegersohn gegen den Schwiegervater, der Vater gegen den Sohn, und doch wird Gott alles wieder vereinen. Gott wird alles wieder vereinen, aber in Ruhe und alles in seiner Ordnung. Und so müssen wir ablassen, was uns schuldig macht vor den Herrn. Wir müssen zum Beispiel ablassen vor Wahrsagerei, Horoskope oder schwarze Katze und sonst oder dreimal auf Holz klopfen. Von solchen Wahrsagerei und Okkultismus-Sachen sollen wir vonlassen, obwohl wir doch ein Volk sind, das in solchen Sachen auch groß geworden ist. Aber wir sollen es lassen. Wir sollen keine Statuen anbeten. Wir sollen nichts anbeten, außer unseren lebendigen Gott. Deswegen sagt er auch, geh in deine Kammer und bete Gott an, die Kammer unseren Herzen. Und doch sollen wir Gott von Herzen anbeten. Und er wird auch das sehen, wie du ihn anbetest und warum du ihn anbetest. Du, der da bist, der da leidet, er sieht deine Tränen, er sieht dein Kummer, dein Schmerz, er sieht dein Ausharren, dass du mit vielen Situationen dein Leben nicht klarkommst, aber er sagt, harre aus, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich werde dir helfen. Und so wird auch Gottes Wort in unseren Herzen die richtige Saat sein, und er wird blühen lassen, denn Gott gibt auch Wasser, das lebendige Wasser, so sind wir Ströme des lebendigen Wassers, wenn wir es in unserem Herzen lassen. Und er ist unser Gärtner, wir haben die Gnade gefunden im zweiten Garten, Garten Gethsemane. Er sagte, Vater, dein Wille soll geschehen im Himmel und auf Erden. Und wenn Jesus Christus es schon sagte, wie viel mehr müssen wir denn den Willen geschehen lassen, liebe Geschwister? Wie viel mehr? Und doch sagt Jesus, er liebt uns. Und so müssen wir von vielen Dingen auch ablassen, die uns gebunden halten von dieser Welt. Von dieser Welt, denn der Feind, der gibt uns Drogen, er will uns abhängig machen. Alles Abhängigkeit will er uns machen in vielen Dingen. So kannst du vielen Dingen abhängig sein, von Tabletten, von anderen Dingen auch. Auch in eine Dingen, wo ich auf dem Herzen habe. Viele sagen immer, man kann sich messen im Glauben, ob man rauchen tut oder nicht. Nein, da kann man sich nicht drinnen messen. Wisst ihr, auch der Feind kann Wunder tun. Er kann dir das Rauchen nehmen. Denn so hat auch damals der Pharao, hat gesehen, seine zwei Schlangen wollten dann auf die Schlange, wo verwandelt worden aus dem Stab von Aaron, von Moses, der da lag. Und auch er konnte Schlangen machen aus Stäbe. Aber doch, die Schlange, die das Zeichen da war, besiegte die zwei Schlangen des Pharao. Und so kann er auch dir das Rauchen nehmen, aber hält dich in anderen Dingen. Ich kenne auch viele, die nicht, um sie anzuklagen, aber sie haben das Rauchen gelassen, aber jeden Tag gehen sie stehlen noch, betrügen und lügen und jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag und sagen, morgens früh, wenn ich gehe, bete ich den Herrn an, er soll mir verzeihen, wenn ich heute lüge und betrügen, denn ich muss es ja tun. Und abends sagte er, wenn er dann nach Hause kommt, sagt er, danke Herr, dass du mich heute bewahrt hast und dass du mir diese Sünde auch wieder verzeihen tust. So geht er, lebt er Tag und Tag und Tag und Nacht. Und das ist nicht die Liebe, die Gott in unserem Herzen gesetzt hat. Weil die Liebe deckt viele Sünden zu, klar. Aber die Liebe vollbringt es in uns, wenn wir Jesus Christus mehr lieben, dass wir damit aufhören. Wir haben doch ein neues Leben bekommen. Wir sind doch geistlich neu geboren. Und wir sind doch jetzt die Pflanzen unseres Herrn. Und wenn wir die Pflanzen unseres Herrn sind, wenn wir Bäume der Gerechtigkeit sind, an welchem Baum hängt denn jetzt, wenn es von Gottes Frucht ist, Diebstahl, Lüge, Betrug, Alkoholismus, Drogen, es wirst du diese Frucht nicht finden, weil Gott ist die Frucht der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte, der Freiheit. Und daran können wir es erkennen. Aber selbst da sagt er, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr gefangen seid, ich werde euch befreien. Und so will es auch Gott heute noch tun. Denn wisst ihr, dieses Kleines habe ich auf dem Herzen euch zu sagen, auch die Gedanken von mir. Und es ist auch bewiesen, dass zum Beispiel das Rauchen. Bleiben wir gerade kurz bei dem Rauchen. Es geben viele, die sagen, Gott hat den Tabak auf Erden geschaffen, also nehmen wir ihn. Lüge. Es stimmt nicht, weil da waren welche Kräuter und manche Menschen haben sie angezündet, haben es eingeatmet und haben daraus Zigaretten gemacht, Tabak gemacht. Und so ist es ein alter Brauch der Indianer. Und ein alter Brauch der Indianer, der Medizinmann bei diesem Volke, der auch diesen Marterfall gemacht hat und diese
Götzenzeichen reingemacht hat und sie ihn angebetet haben, haben diese Pfeife gebaut und Tabak da drinne geraucht, damit die bösen Geister vertrieben werden, damit die bösen Geister weg von ihnen gehen. Es war ein Ritual, es war ein anderer Götzen. Sie haben den Qualm des der Geist des Qualmes angebetet, dass er ihnen Ruhe bringt. Und da ist die Lüge schon drinne. Da ist die Lüge drinne und da dürfen wir nicht drinne verfechten. Aber jetzt noch zwei kleine Teile, bevor ich dann auch gleich Schluss mache mit Gottes Wort. Diese Gedanke, die ich euch noch mitteilen möchte, wie hast du angefangen mit dem Rauchen? War es nicht eine Zeit, als du noch sehr, sehr jung warst, vielleicht noch kein eigenes Geld hast und du hast vielleicht dieses Geld aus deiner Mutter oder Vaters Portemonnaie genommen? Damit fingst du an zu stehlen. Damit hast du deines Vaters Geld und deines Mutters Geld oder von Geschwistern genommen und hast dir Zigaretten gekauft. Dann noch etwas. Dann hat deine Mutter, dein Vater dich gefragt, hast du geraucht? Hier stinkst nach Qualm. Hast du gesagt, nein. Damit fingst du an zu lügen. Also seht ihr, in jungen Jahren schon, mit 10, 12, 14, wie wir angefangen haben im Rauchen, haben wir schon mit Stehlen angefangen, das Geld unterschlagen, damit wir Zigaretten kaufen können. Oder haben Zigaretten gestohlen von unserem Vater oder Mutter, haben wir rausgeholt. Also fingen wir schon an zu stehlen an. Und dann fingen wir an zu lügen an, obwohl sie uns doch überführt haben, dass wir geraucht haben. Und das sind diese Dinge, genauso wie der Kölner Dom. Wisst ihr, was sie an dem Kölner Dom, an die große Kirche gemacht haben? Ringsrum sind alles Fresken, sind Götzenbilder, teuflische Bilder, dämonische Bilder. Und wisst ihr, wozu die den Zweck haben? Damit sie den Teufel abhalten, damit er nicht in die Kirche kommt. Seht ihr, wie auch diese einen verkehrten Glauben haben? Ist nicht Jesus der heilige Schutz, den wir haben, den wir brauchen? Zeigt uns Jesus nicht die Wahrheit? Er ist manche Dinge, ist er, wie manche sagen, radikal, konsequent. Aber die Wahrheit ist konsequent. Er sagt selber, meine Schafe hören meine Stimme. Und ihr hört meine Stimme nicht, weil ihr nicht von mir seid. Das hat er damals zu den Juden gesagt, weil euer Vater der Teufel ist. Ich sage jetzt nicht, dass euer Vater der Teufel ist. Versteht mich nicht falsch. Nein, aber wir müssen der Wahrheit mehr glauben. Und die Lüge müssen wir abschaffen, denn Gott kann nicht lügen. Er duldet auch nicht die Sünde. Und Lüge ist Sünde in jeglicher Form. Auch eine Lüge, die man schnell macht, eine Notlüge, wie man sagt. Lüge bleibt Lüge. So hat es Isaak getan, auch Abraham, als sie ihre Schwester, als Frau als Schwester ausgaben, nur weil sie Angst hatten vor dem Tod. Wir müssen Angst haben vor dem, der uns töten kann, unsere Seele töten kann. Nicht vor dem, der uns töten kann im Leibe. Vor dem brauchen wir keine Angst zu haben, weil der Herr ist mit uns. Und wenn wir im Geiste bleiben, muss der eine von uns flüchten. Und so sollen wir in die Wahrheit bleiben. Und so muss die Liebe angeführt werden von der Wahrheit. In der wahrheitlichen Liebe. Es nützt nichts, liebe Geschwister, wenn wir sagen, wir lieben Jesus, wir wollen seinen Weg gehen und sagen es, aber tun es nicht. Er sagt ja selber, ihr nennt mich Meister, aber ihr lernt nicht von mir, ihr wollt nicht lernen von mir, ihr hört nicht von mir, ihr wollt meinen Diener, die ich euch gesendet habe, die Propheten, ihr wolltet sie nicht hören. Sagt ihr uns nicht in der Heiligen Schrift, ich wollte euch sammeln, wie die Henne die Küken, wollt euch zusammenfallen, aber ihr habt die Propheten erschlagen, ihr wolltet die Wahrheit nicht lügen, ihr sagt, ich bin das Leben, aber ihr nehmt es nicht an. Ihr sagt, ich bin der Weg, aber ihr wollt ihn nicht gehen. Ihr sagt, ich bin das Brot des Lebens, aber ihr wollt es nicht essen. Ihr sagt, ich bin das lebendige Wasser, aber ihr wollt nicht von mir trinken. Und so müssen wir alles in Gottes Hände legen und bitten um Weisheit und Erkenntnis. Und so sage ich jeden Morgen, Herr, schenk mir Weisheit und Erkenntnis, allmächtiger Gott, Herr, damit ich dich besser kennenlerne. Denn je besser ich dich kenne, umso besser kann ich dir dienen auf Erden. Und er hat uns gesandt als Zeugnis auf dieser Welt. Und so sagt er auch, wir sollen uns nicht töten. Und wisst ihr, liebe Geschwister, auch von dem Rauchen, wenn wir andere Menschen damit einatmen lassen, können wir ihnen auch Schaden zufügen. Und wir nehmen unser Leben selbst. Denn wir sollen uns auch nicht selber töten, so wie es Judas Iskariot tat. Er hat 3 Jahre lang Jesus jeden Tag gesehen. Er hat mitgedient für Jesus. Er hat alles getan. Aber doch, er war ein Lügner. Denn er griff, sagt uns Lukas, er griff immer in die Tasche der Jünger und stahl Geld heraus. Er hat Jesus Christus sogar verraten für die 30 Silberlinge. Alles hat er aus Geldgier getan. Auch wenn er nachher falsche Reue bekam, dann hätte er richtige Reue getan, hätte er sich aufgehangen, sondern er wüsste, dass Gott ihm vergeben hätte. Aber doch, er fand es nicht. Und so müssen wir aufpassen, was wir tun. Wir sollen in die Wahrheit bleiben. Jesus sagte selber, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Ich gehe bald fort, wollt ihr immer noch nicht hören? Er sagte sogar aus anderen, ihr Heuchler, ich kenne euch nicht. Er sagte sogar zu den 5 Frauen, die da waren
und die in die Stadt gegangen sind, noch Öl zu holen, weil sie nicht genug Öl bei hatten. Die anderen hatten es bei und gingen ein zu den Herrn Feier. Aber da kamen die fünf Frauen, die auch fromm waren, die auch glaubten, weil sie sind ja in den Wald mitgegangen. Aber sie kamen und die Türe war zu, der Tag der Gnade war vorbei und dann klopften sie an und sagten, Herr, lass uns hinein. Aber er macht die Türe auf, sagt, geht, schert euch hinfür, ich kenne euch nicht. Und deshalb müssen wir uns jetzt bereiten. Jetzt ist nur ein Tag der Gnade. Heute können wir ihm Verzeihung bitten. Heute können wir ihn bitten, Herr, führe und leite unser Leben. Heute können wir uns zu bekehren, denn er sagt, bekehret euch zu mir und ich bekehre mich zu euch. Und ich will eure Übeltaten, will ich drüber hinwegsehen und will euch reinigen und ihr sollt mein Volk sein. Bessert euer Leben und bessert euer Tun, sagt Jeremia. Und so soll es sein, denn Gott ist ein Gott der Liebe, Barmherzigkeit und Güte. Und so möchte ich auch mit einem kleinen Gedanken noch enden. Und so möchten wir sagen, die Wahrheit macht uns frei. Denn heute brauchen wir nicht mehr zu stehlen. Heute brauchen wir nicht mehr zu lügen. Wir brauchen dieses nicht mehr, weil Jesus Christus uns befreit hat davon. Wir sollen aber mit allem genügsam sein und so werden wir auch nicht in die Triebe dieser Welt fallen. Wir müssen unser Leib weiter kreuzigen. So sagt Paulus selber, täglich kreuzige ich meinen Leib, damit ich Jesus Christus näher komme. Und er ist was Wunderbares. Er wusste, ich habe den Lauf gelebt und er hat die Rüstung ausgezogen und er hat das Leben erfasst. Er hat die Krone des Lebens bekommen. Und so müssen wir noch die Rüstung anlassen. Aber wir müssen auf denen hören, die den Kampf schon gekämpft haben und die schon Erfahrung haben, die durchgegangen sind durch Probleme, durch Hindernisse, durch den Tal des Todes. Wir müssen auf ihnen hören. Und wenn wir auf ihnen hören, dann können wir auch vor dem Weg bewahrt bleiben. Wir wissen, auf dieser Erde bleibt keiner vor dem Tod, im leiblichen Tod bewahrt. Denn es sagt uns die Heilige Schrift, alle müssen einmal sterben und dann das Gericht. Aber wir gehen nicht, denn wer, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mir glaubt, wird ewig leben, er kommt nicht in das Gericht, sondern wird durchgehen und wir werden im Himmelreich sein von unserem Herrn Jesus Christus. Und so sollst du heute Mut fassen, du sollst weitergehen mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen ihn loben und wollen ihn preisen und ihm danken für alles und ihn danken und ihn bitten, Herr, führe uns, leite uns weiter, Herr, auf deinen heiligen Weg, Herr. Herr, lass uns erkennen, Herr, woran wir uns verfehlen. Und so wollen wir jetzt noch einmal dieses Lied singen und uns bedanken bei ihm, dass er mit uns ist, dass er bei uns ist. Denn er ist groß und er ist gütig. Wir wollen uns bedanken für diese kleinen Gedanken, die er uns gegeben hat. Und so sollen wir alles auf Seite legen. Alles auf Seite legen und heute einen Neuanfang starten mit Jesus Christus. Denn Jesus ist der Anfang und Jesus ist das Ende. Und so machen wir einen neuen Anfang. Ein neues Leben soll gehen. Wir sollen rausgeführt werden aus der Gefangenschaft, wovon wir gefangen sind. Und so wollen wir ihn loben und preisen, ihm danken für alles. Und nur ihn anbeten. Amen. Halleluja, Jesus. Halleluja. Wir wollen uns bei ihm bedanken, denn er ist der Gott, der Lebendige. Und so wollen wir ihn loben und preisen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jesus, head out, baby, Rosie.
bedanke mich bei dir. Dehatsialman, Dewe, dass du mich gefunden hast, Halleluja. Durch die Roga, heißt du, durch deinen Geist, Halleluja. Dalmantui, frei da, gabst du mir deine Freude, Halleluja, ja. Dinaijab, Dirodrom, Herr, jetzt gehen wir deinen Weg. Dinanohimlo, Herr, bis in den Himmel, Halleluja. Mepakrauma, tuke, Halleluja. Dihatsialman, devel, Kivaketnika, Jiri, Amen, Halleluja. Omedan, du Birojiben, Jesus, Herr, ich gebe dir mein Leben. Omedan, Jesus, ohne Dank, du mir umgeben, Jesus, und öffne dir mein Herz, Jesus, ohne Dank, du mir umgeben, Jesus, ohne Dank, du mir umgeben, Jesus. Leben, Jesus, und öffne dir mein Herz. Herr, wohne in meinem Herzen. Amen, Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Und so will Jesus wohnen in deinen Herzen. Und so wollen wir ihm Platz machen, ihm ganz alleine Platz machen, liebe Geschwister. Und so wollen wir ihn loben und preisen. Und der da neu heute zugekommen ist und du möchtest heute dein Leben den Herrn widmen und sagen, Herr, komme du in mein Leben, führe du mich her durch deine Liebe, durch deinen Geist. Denn Herr, du bist die Verzeihung, die ich brauche in meinem Leben, weil ich gesündigt habe. So wird er da sein. Er wird dir helfen. Aber auch du, wenn du Fehler getan hast gegen Gott und deinen Menschen, kannst du heute um Verzeihung bitten. Und so wollen wir alle im Gebet vor ihm kommen und ihn loben und ihn preisen und danken. Und sagen, Jesus Christus Herr, Jesus Christus Herr, wir kommen vor dir und danken dir, Herr, für dein Wort, für deine Wahrheit, Herr. Und so wollen wir den Weg gehen, denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Herr. Wir wissen, Herr, dass du die einzige Verbindung bist zwischen dem Vater im Himmel und den Menschen auf Erden. Nur du alleine. Und so wollen wir dich jetzt bitten, die wir dich jetzt kennengelernt haben, Herr, führe du unser Leben, Herr. Ich erkenne, Herr, durch dem Wort, Herr, dass ich an dir glaube und dass du für mich am Kreuz von Golgatha gegangen bist und dass ich durch deinen Kreuztod, durch deinem Blut Sündenvergebung bekommen habe, Herr. So nehme ich jetzt in Anspruch, Herr, dein heiliges, kostbares Blut, Herr. Denn sie haben dich geschlagen, sie haben dich gemacht, Herr. Sie haben dich an deinen Bart gerauft, Herr. Sie haben dich mit den Peitschen geschändet, Herr. Und doch hast du festgehalten, allmächtiger Gott, Herr. Du wurdest geschlachtet wie das Schaf, das Schlachtschaf, Herr, vor den Toren, Herr. Herr, in deinem Blut lagst du, aber das Blut, Herr, soll jeder Tropfen für unsere Verzeihung sein, allmächtiger Gott, Herr. So wollen wir den Bund halten mit dir und bitten dich, Herr, Herr, der wir jetzt erkennen, Herr, dass du für uns bezahlt hast, Herr, dass du auch auferstanden bist, Herr, und dass du, Herr, uns lebst, Herr, dass wir Leben haben durch dich, du mächtiger Gott, Herr. Herr, wir wollen dich loben und preisen, du mächtiger Gott, Herr, denn du bist der mächtige Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Herr. Und so nehmen wir diesen Kreuzzug an, denn du sandtest deinen Sohn Jesus am Kreuze für unsere Schuld. Und so wollen wir dich loben und preisen. Herr, mächtiger Gott, Herr. Niemand, Herr, ist so wie du, du mächtiger Gott, Herr. Herr, bitte, Herr, erfülle uns, Herr, durch deinen Geist, allmächtiger Gott, Herr. Erfrische unsere Seele, du mächtiger Gott, Herr. Denn wir wollen dich loben und preisen, du mächtiger Gott, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, führe du jetzt mein Leben, Herr, durch deinen Heiligen Geist, Herr, der mich führt in die Wahrheit, Herr. Und ich weiß, Herr, du hörst meine Gebete, Herr, und du lehrst mich, Herr, durch diesen Geist, Herr, den Tiefen der Heiligkeit ergründet, Herr. Und der, Herr, mich führt, Herr, und leitet, Herr. Herr, beschütze, behüte uns, Herr. Herr, auch die, wir jetzt vor dir kommen, Herr, und geben zu, Herr, dass wir gegen unsere Menschen oder sonst falsch waren, Herr, dass wir Falsches geredet haben, Herr, dass wir falsche Gedanken hatten, Herr, allmächtiger Gott. Herr, bitte, Herr, erfülle uns, Herr, weiterhin mit deinem
deiner Liebe, Herr. Denn die Wahrheit ist, Herr, dass wir, Herr, für den anderen Menschen auch ein Licht sein wollen, aber besonders für uns, Herr, aber auch für diese unsere Familie, die du uns gegeben hast, allmächtiger Gott, Herr. So wollen wir einander lieben und auch gütig beim Herzen sein und auch Fehler verzeihen, Herr. Denn du sagst uns, wer keine Fehler verzeihen kann, wird auch seine nicht verziehen bekommen. Und so wollen wir dir nachstellen, Herr. So wollen wir dir nachtun, Herr. Denn du hast Gutes getan, wir können Gutes tun, weil du Gutes getan hast. Denn du bist der gute, mächtige Gott, Herr. Und so wollen wir dich loben und preisen, dir danken, Herr, dass wir ein neues Leben haben dürfen mit dir, Herr. Herr, denn wir werden Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, Kinder des Allerhöchsten, Herr. Wir sind, Herr, ein Volke, ein lebendiges Volk Gottes, Herr. Du hast uns auserwählt, du hast uns berufen, dir folgen zu dürfen, Herr. Und so bitte ich dich, allmächtiger Gott, Herr, führe uns, geleite uns, Herr. Und die, die da, Herr, allmächtiger Gott, Herr, gebunden sind, Herr, an dieser Welt, Herr, von Süchten, Herr, bitte befreie du sie, Herr, durch deinen Heiligen Geist, Herr, mache die Gewalt in ihnen groß, allmächtiger Gott, denn du bist wunderbar, allmächtiger Gott, damit sie dir, deine, Herr, Gewalt und deine Macht, Herr, allmächtiger Gott, Herr, anwenden in ihrem Leben, Herr. Und so werden sie Befreiung erfahren, allmächtiger Gott, Herr. In Gemeinschaft. Sie sollen Brüder anrufen. Sie sollen Brüder um Gebet bitten. Und so soll es geschehen in Jesus Christus Namen. Ihr sollt frei werden von allen Gebundenheiten, Herr. Denn, Herr, dein heiliges, kostbares Blut, Herr, macht uns auch noch heute frei, allmächtiger, gütiger Gott. Wir haben es angenommen, Herr. Und so dürfen wir leben, Herr. Ein neues Leben mit dir, du mächtiger Gott, Herr. Herr, wir danken dir. Beschütze, behüte, bewahre uns auch unsere Familien, allmächtiger Gott, Herr. Ruhe fallen, allmächtiger Gott, Herr, damit wir nicht mehr in die Welt zurückgehen, Herr. Denn du sagst, am Ende wird der Abfall kommen, dass viele aus dieser Gemeinde gehen, dass sie abfallen von dir, vom wahren Glauben, Herr. Aber ich bitte dich, Herr, bete weiter, Herr, denn du sagst, du betest für unseren Glauben, Herr. Und wir wollen festhalten in dir, allmächtiger, gütiger Gott, Herr. Herr, wir wollen nicht mehr prahlerisch sein, habsüchtig sein, allmächtiger Gott, Herr. Wir wollen nicht unsere Augen gelüsten hinterher sehen, allmächtiger Gott, und alles, Herr, für unseren Herzen Willen, unsere fleischliche Verlangen tun, Herr, sondern wollen, Herr, deinen Willen tun, Herr, von Herzen, Herr. Denn du hast uns einen Eigenwille gegeben, Herr, und diesen wollen wir einsetzen. Von ganzem Herzen wollen wir dich lieben, von ganzer Seele dich anbeten, allmächtiger Gott, Herr, und dir ganz alleine, Herr, die Treue sagen, allmächtiger Gott, Herr. Und deshalb danke ich dir, Herr, für meine Geschwister, Herr. Ich danke dir für Brüder und Schwestern, Herr. Ich danke dir für die Ältesten. Ich danke dir für alles, allmächtiger, was du uns gegeben hast auf Erden. Und wir danken dir auch alle, Herr, allmächtiger, was du uns auch noch gibst und was du uns vorbereitet hast, Herr. Wir wollen uns freuen in dir, denn die Freude an dir ist unsere Stärke. Wir danken dir, du mächtiger Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. In Jesu Christi Namen danken wir dir, mein Vater. Und führe uns, geleite uns durch deinen Heiligen Geist. Hab Dank, mein Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus auch, dass ihr zugeschaltet habt. Ihr habt es für euch getan, für eure Familien, für euer Herz, für eure Seele, für euren Geist. Und so ist es was Wunderbares. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine angenehme Woche, eine gesegnete, von Gott gesegnete Woche. Er möge euch beschützen, behüten, bewahren. Er möge euch alles zukommen lassen, was vom Himmel kommt, von dem wahren Frieden, was wir brauchen, von der Ruhe, von der Liebe und Freude. Aber er möchte euch auch das geben, was ihr auf Erden braucht, damit ihr in allem genügsam habt. Und so wird auch, wenn wir auf ihn vertrauen, er uns alles geben. Denn Gott, und Gott sagt es uns, und Gott weiß, wovon er redet, Gott wird uns niemals alleine lassen. Er ist bei uns. Er führt uns und leitet uns. Lass dich leiten und führen durch den Heiligen Geist. Ich wünsche euch allen Gott einen reichen Segen. Friede sei mit euch und Gesundheit. Bleibt gesund und wir sehen und hören uns wieder. Ich grüße auch alle vom Missionswerk in aller Welt in Jesu Christus Namen. Wir arbeiten zusammen. Wir kämpfen zusammen den guten Kampf des Glaubens. Amen. Halleluja.